Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute Teil 2 meiner Jahresfavoriten für euch. Ihr habt euch nämlich gewünscht, dass ich euch meine Drogeriefavoriten aus dem letzten Jahr zeige, was super, super schwierig ist. Ich habe probiert, alle Produkte, die ich im letzten Video gezeigt habe, die nicht mehr mit reinzunehmen. Die könnt ihr natürlich damit dazu zählen. Das ist die Rival Loves Me Foundation, das Ready for the Thrill Puder. Einige Produkte, die mir sehr gut gefallen haben. Ich bin aber nochmal durch meine komplette Schminksammlung gegangen und habe weitere Produkte für euch rausgesucht, die mir dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, sehr gut gefallen haben, die ich gerne benutzt habe und die definitiv noch meinen zweiten, dritten oder vierten Blick verdient haben. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht, es geht euch allen gut, ihr seid gesund und ihr hattet den Umständen entsprechend eine schöne Zeit. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch gleich. Auch in diesem Video gibt es wieder das kleine Spiel mit den kleinen Emojis, die ich euch überall einblende. Das macht euch super viel Spaß, ich finde es auch toll und so kann ich euch hier auf YouTube auch natürlich nochmal so ein bisschen was zurückgeben. Die Kiste ist voll und wir starten als erstes mit zwei Primern. Ich habe hier einmal von Essence den Wannabe My Honey Primer und von Essence das Prime Plus Studio Protecting Skin Primer mit UVA, UVB Filter und Lichtschutzfaktor 20. Ich habe eben, als ich hier so durchgegangen bin, festgestellt, wie gut die Primer von Essence und Catrice sind. Also vor allen Dingen Essence macht wirklich gute Primer und dieser Wannabe My Honey Primer. Ich bin dem ja hinterhergerast, wie bekloppt. Das war ja eine Limited Edition. Die war auch ganz schön. Ich bin ja diesem Primer wie bekloppt hinterhergerannt und ich bin froh, dass Essence mir den nochmal zur Verfügung gestellt hat und zugeschickt hat. Denn er riecht so gut nach Honig und er ist dabei sogar vegan. Honig ist ja nicht vegan, aber der ist vegan. Er riecht einfach nur nach Honig. Und der sorgt schon mal für so ein bisschen Feuchtigkeit. Genauso wie dieser Primer hier. Den habe ich im Sommer sehr, sehr gerne benutzt. Das ist das Prime Plus Studio Protecting Skin Primer Schätzchen. Davon gibt es ja auch viele, viele verschiedene, die Essence rausgebracht hat. Das ist im Prinzip wie eine Sonnencreme. Also recht dickflüssig, hat so einen leichten Whitecast, aber sorgt einfach dafür, dass die Haut super gut mit Feuchtigkeit versorgt ist und zeitgleich vor schädlichen UVA- und UVB-Strahlen geschützt ist. Ich habe mir im neuen Jahr vorgenommen, jeden Tag Lichtschutzfaktor zu tragen. Und ich möchte gucken, ob ich eine Veränderung in meiner Haut sehe. Im Sommer trage ich schon regelmäßig Lichtschutzfaktor, aber nicht im ganzen Jahr. Und Inspiration war tatsächlich meine Oma, die seit, glaube ich, 30 Jahren, Sommer wie Winter, jeden Tag Lichtschutzfaktor 50 trägt. Und sie hat kaum eine Falte im Gesicht. Ich bin kein Skincare-YouTuber, ich habe davon nicht so viel Ahnung. Aber was ich weiß, und ich habe das lebende Beispiel bei mir, zwei Häuser weiter, ist meine Oma, die wirklich eine perfekte Haut hat. Bevor es mit der Foundation weitergeht, habe ich hier noch ein Produkt von L'Oreal. Das ist das Age Perfect Luminous BB Cream. Ich finde nicht, dass es eine BB Cream ist. Das ist eher so ein Liquid Highlighter, der die Haut so ein bisschen zum Strahlen bringt. Also meine Haut sieht ja jetzt schon recht frisch aus durch die Primer und meine Pflege, die ich vorher aufgetragen habe. Dieses Ding von L'Oreal, das ist ein perfektes Dupe zu dem Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter Ding. Ich hatte euch das gezeigt. Apropos, das ist ja ein Tipp gewesen, den ich von Letizia bekommen habe. Wir planen gerade gemeinsam ein Video und ich habe einige sehr bekannte Make-up-Artists aus Deutschland angeschrieben und sie nach ihren Make-up-Favoriten bzw. Drogerie-Favoriten gefragt. Es haben ja auch, glaube ich, alle geantwortet und haben darauf Lust. Deswegen werden wir das auch in den nächsten Monaten machen. Ich will so eine neue Videoreihe starten und vielleicht habt ihr darauf ja Lust, dann lasst mir gerne ein kleines Update in die Kommentaren da. Als Foundation, das war sehr schwierig, weil ich habe viele Foundations getestet dieses Jahr. Zwei sind aber so ein bisschen herausgestochen, fand ich. Und das waren diese beiden von Revolution oder XX Revolution. Ich sage einfach Revolution dazu, weil das ist die 25.000 Milliardste Untermarke von Revolution. Und I don't have time for that. Diese beiden Dinger hier sind sehr gut. Es gibt die einmal in so einem leichten Glow und einmal ein bisschen matter. Ich mische mir die beiden, denn die ist ein bisschen heller und ein bisschen rosastichiger und die ist ein bisschen dunkler. Kommt in einem Pumpspender, in einem gefrosteten Glas, fühlt sich sehr hochwertig an und kostet dabei, glaube ich, auch nur 12 Euro. Irgendwie so. Und ein Pumpstoß von der rosanen. Und ich habe überlegt, auch das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr darauf Lust habt. Erinnert ihr euch, vor knapp genau einem Jahr habe ich ein Video gemacht, wo ich alle meine Foundations gemischt habe. Und dieses Jahr kamen natürlich noch einige neue Foundations mit dazu. Wollen wir das Ganze nochmal machen? Lasst mir da auch gerne ein kleines Update in den Kommentaren da. Ich glaube, dieses Jahr war ein gutes Color Match hier. Also besser als sonst. Gut war es trotzdem nicht. Und ich hätte darauf echt mal Lust, wieder alle meine Foundations miteinander zu mischen. Es hat so viel Spaß gemacht und ich glaube, euch hat das auch damals gut gefallen. Schreibt mir jetzt gerne einmal das Color Match für diese Foundation-Mischung in die Kommentare. Bevor die Nachrichten kommen, ich habe in der
Glowy Foundation FX9 und in der anderen FX10. Die Foundations sind beide super, super deckend. Also ihr seht, ich benutze echt nicht viel und sie sind das Full Coverage. Also im Vergleich zu der Gucci Foundation von neulich, ja, das ist Maxim Giacomo und das andere war eher so nicht existent. Schaut euch bitte einmal diesen Glow an. Meine Haut sieht frisch, satt, voll, prall und jung aus. Nicht mehr lange. Als Concealer, auch da konnte ich mich nicht entscheiden. Ich wollte euch aber nochmal zwei mit reinnehmen. Das sind die True Skin Concealer von Catrice. Ich habe ihn jetzt hier einmal in der Farbe 46 Warm Toffee. Schauen wir mal, ob der passt. Ich glaube, der ist ein bisschen dunkel jetzt. Ja, der ist ein bisschen zu dunkel. Ich gebe nur ein bisschen was rein. Und dann gehe ich mit der helleren Farbe. Das ist die 020 Warm Beige und der ist viel zu hell. Und beides zusammen ergibt eine schöne Farbe. Ich finde den Catrice Camouflage Concealer ein bisschen besser, aber der ist nicht letztes Jahr dazugekommen. Also der ist hier neu, der sieht sehr, sehr schön auch ohne Foundation aus. Und ich finde es immer ganz wichtig zu bewerten, wie ein Concealer auch ohne Foundation aussieht, weil es ist einfach nochmal was anderes. Ich habe nichts Neues zum Setten, deswegen gehe ich einfach hier nochmal kurz so ein bisschen runter mit dem Puder, was ich jetzt hier noch drin habe. Das war jetzt das Anastasia Puder. Des Weiteren möchte ich das Gesicht mit dem L'Oreal Infallible Puder setten. Auch damit gehe ich mit meinem Blendeful hier mit rein. Das ist so ein tolles Puder. Das zeichnet richtig schön weich. Schaut mal. Das hat eine richtig gute Deckkraft. Ich liebe Puder, die eine Deckkraft mit drin haben, weil ich das dann einfach nochmal on top mit drauf knallen kann und dann mir ein komplett neues Gesicht, eine neue Existenz ins Gesicht setzen kann. Ihr seht, ich habe Hit the Pan. Wenn ich Hit the Pan in einem Produkt habe, dann wisst ihr, dass ich das regelmäßig benutze. Und dann gehe ich einfach mit dem Pinsel hier so ein bisschen rein und sette damit ganz leicht übers restliche Gesicht, denn ich möchte gleich Bronzer benutzen. Und da konnte ich mich nicht so entscheiden, genauso wie beim Blush. Da gab es ja wirklich viele. Ich erinnere mich, Anfang des Jahres war das, glaube ich, da kam Rival Loves Me raus und hat sich so ein bisschen verändert. Und da kam dieser Honolulu, wie heißt der? Waikiki Bronzer raus. Den gab es ja schon mehrmals. Ich habe ihn aber sehr, sehr gerne gemocht. Und da gehe ich einfach mit einem Pinsel rein. Das ist jetzt hier einer von Luvia. Zählt ja auch so ein bisschen mit zur Drogerie. Und das setze ich mir einfach hier hin, um mein Gesicht so ein bisschen aufzuwärmen. Der riecht toll und ich bin einfach froh, dass er im Standardsortiment mittlerweile ist, weil ich weiß, dass viele von euch gerne in der Drogerie einkaufen und das ist ein Bronzer, der funktioniert eigentlich bei jedem. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei jemandem nicht funktioniert. Falls er nicht funktioniert, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, dass auch dieses Jahr die Letizia und Love Palette rausgekommen ist. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch bin. Auch eine ganz, ganz tolle Palette, denn die Produkte hier drin haben alle so einen leichten Glow mit drin gehabt und geben dem Gesicht nochmal so ein bisschen extra Wärme. Dieser Bronze-Effekt hier ist so, so schön. Ich benutze den Blush jetzt hier nicht, denn ich habe die Palette von Bella hier. Und ihr wisst, mit meinem Code MAXIM10 spart ihr immer, jeden Tag des Jahres, immer 10% auf alles, auch auf Influencer-Collabs. Und diese Palette ist wirklich schön gewesen, vor allen Dingen die Farbe hier. Ne? Geh aber hier in diese Farbe, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Steht hier nicht drauf. Und mische ganz leicht so ein bisschen diese Farbe. Also dieses Pink ist mir ein bisschen zu doll. Und das setze ich mir einfach hier so ein bisschen rüber. Und ihr seht sofort diesen schönen Peachy-Rosa-Effekt. Ich gebe mir das auch gerne so ein bisschen auf die Nase. Und oh, sie sieht aus wie Bambi. Also Bella ist wirklich mit... Also Bella und Ellies BH-Kollektion... Top. Ich hatte auch noch einen anderen Blush. Ich finde, das ist jetzt aber ein bisschen viel. Der ist von Catrice. Der war im Adventskalender. Und der war auch sehr, 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 sehr schön. Wir swatchen euch einmal ganz kurz. Schaut mal diese Farbe an. So einen Blush habe ich selber noch nicht gesehen in der Drogerie. Und ich hoffe, dass der irgendwie ins Standardsortiment mit reinkommt, weil das ist extrem schön. Den kann man auch super gut als so Monochrom-Look auf den Augen machen. Apropos Augen, ich mache einmal ganz kurz meine Augenbrauen rauf und dann schminken wir einen Look, den ich bei Tali gesehen habe, als wir zusammen auf der Glow waren, mit einer Palette von BH. Okay, ich bin ein klitzekleines Stückchen näher gekommen und habe die Kamera ein kleines bisschen dunkler gemacht. Also ihr seht, wie feucht meine Haut aussieht. Ne? Das sieht nicht aus wie gesettet, das sieht nicht aus, als hätte ich viel Puder benutzt. Ich liebe diese Kombination im Gesicht gerade. Und vor allem mit diesem leichten roten Touch auf der Nase. Sieht aus, als wären wir im Urlaub gewesen. Guess what? Wir waren nicht im Urlaub dieses Jahr. Als Augenlook-Lidschatten. Oh Gott. Habe
Habe ich diese hier, das diese Norte, diese hier, das diese Norte, Norte Palette von BH. Es ist für mich immer so ein bisschen schwierig zu sagen, ob eine Lidschattenpalette meine Drogeriefavoriten waren, weil ich ja meistens nicht so viel Lidschatten im Alltag trage. Ist mir ehrlich gesagt zu anstrengend. Diese Palette ist aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis super gewesen. Also ich hatte die ja auch, glaube ich, im November schon bekommen. Tolle Qualität für ein gutes Geld. Und ich möchte die Farbe Candied Fruit benutzen und so ein bisschen Sugar Plum. Ich hatte den Look bei Tali Quindio gesehen, als wir auf der Glow waren, und das sah so cool bei ihr aus. Deswegen gehe ich als erstes in die Farbe Santa Baby. Auch die Palette könnt ihr mit meinem Code kaufen, kostet dann 10% weniger, also unter 30 Euro dann auf jeden Fall. Kostet sie jetzt sowieso schon, ich glaube, dann ist sie so um die 25 Euro. Die Farben sind extrem pigmentiert, ne? Also ihr habt gesehen, ich bin nur ganz leicht reingegangen und ich habe sofort hier Farbe auf dem Auge. Um das Ganze zu verdunkeln, gehe ich in die Farbe Nutcracker und mische so ein bisschen Sugar Plum mit rein. Setze mir das hier außen hin. Es wird ein super schneller und messy Look. Also ihr seht, ich setze die Farbe hier rauf und ziehe es einfach nur nach hinten. Und dann gehe ich mit meinem Finger in die Farbe Candied Fruit rein. Das ist so ein Duochrome. Sieht so ein bisschen aus wie einer aus einer Alicia-Palette von BH. Und der sieht auch schön auf einem komplett freien Lid aus, ne? Also ich mache das hier gleich sauber. Dann nehme ich meinen Concealer, mache so ein bisschen was ab davon, verblenden, sauber. Um das Ganze so ein bisschen anzupassen, gehe ich einfach mit dem Bronzer hier rüber. Schaut mal, wie schnell dieser Look ging. Das waren keine 4 Minuten. Und trage mir einmal ein bisschen Mascara auf. Da habe ich keine jetzt aus der Drogerie. Hier gerade. Es war auf jeden Fall die... wie hieß sie? Better Than Yours Mascara von Rival de Loop. Aber die muss ich leider holen. Und die war letzte Woche ausverkauft bei meinem Rossmann. Schön. Boah, ich liebe diesen Look. Vor allem, wenn das Licht so ein bisschen rauffällt. Sieht so messy aus, so unordentlich, aber trotzdem snatched. Für meine Lippen war sofort klar, welches Produkt mit drauf kommt. Und zwar sind das die Lipglosse von Bella. Die haben eine ultraschöne Deckkraft, sind super günstig, riechen toll und sehen einfach schön auf den Lippen aus. Das ist die Farbe No Side Chick und das ist meine Liebste. Die ist nämlich, die hat kein Glitzer mit drin. Das Einzige, was ich bei denen nicht mag, ist das Füßchen. Das ist mir zu klein. Ihr seht sofort, das sieht so natürlich aus. Auch zum Setten habe ich etwas für euch und das ist das Goddess Glow Fixing Spray von Revolution Pro. Das ist kein Fixing Spray mehr, das ist eigentlich eher so ein Finishing Spray für ich möchte Fotos machen, ich möchte, dass es extrem nass aussieht. Und mehr darf ich nicht raufmachen, weil sonst ist es zu viel. Also normalerweise ertränke ich mich ja immer so ein bisschen in Fixing Sprays. Hiermit, das geht nicht. Es riecht, warte mal, wie hieß denn dieses Mädchen-Vanille-Deo-Parfüm, was so früher alle in der Umkleidekabine sich völlig übertrieben damit eingedieselt haben. So ähnlich riecht das. Ich mag das sehr, sehr gerne. Es riecht nach Vanille, es riecht ja nach Vanilleplätzchen. Und es gibt so einen richtig schönen, nassen Effekt auf der Haut. Freunde, das ist mein Look mit den Drogerie-Jahresfavoriten 2020. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Look, zu den Lidschatten, zu meiner Base sagt. Und ich würde mich natürlich wieder freuen, wenn ihr mir eure Favoriten in die Kommentare schreibt. Schaut auf jeden Fall bei einem anderen Video von mir vorbei. Ich verlinke euch hier 2 und ich bin gespannt, wie viele kleine Emojis ihr gezählt habt. Wir sehen uns beim neuen Video ganz bald wieder. Passt auf euch auf.